So, willkommen zurück. Wir sind im scharlachroten Kloster. Was jetzt? Ja, praktisch jetzt das Remake. Wir wollen mal schauen, was wir... Aha, ein Paladin in der Gruppe. Schön, nettes Spielzeug. Dann wollen wir definitiv diesen Bonus nutzen. Und dann jetzt einmal voll zuschlagen oder so ähnlich. Denn wir wollen jetzt mal sehen, wie das Remake des Klosters praktischerweise aussieht. Mal in der Anfangsbereich, ja, also recht ähnlich, aber sehr viel düsterer. Wie so, sag ich mal, ein Inferno, was hier praktisch hinunterprasselt ist. Also sieht schon sehr, sehr interessant aus. Ich halte ja sowieso von Spielen, was die zwar hell erleuchtet sind und wo man auf jeden Fall was sieht, aber dieses Düstern, ne, das gefällt mir. Macht was Mysteriöses aus. Und ja, ist auf jeden Fall zu genießen. Ich sehe gerade auch, wir haben hier, glaube ich, einen besseren Heiler am Start als eben. Und yeah, Daddy Bärchen macht hier die meisten DPS. Was gefällt mir doch. Dann wollen wir sehen, dass wir hier definitiv noch weiter durchkämpfen. Schade, dass wir hier keinen Ruf hier kriegen. Also ich habe jetzt schon mal geguckt, die Fraktionen, wo man hinter sich die Items kaufen kann. Für Tapferkeitspunkte, da habe ich leider keine, ja, wie will man sagen, Wappenröcke gesehen, die dann praktischerweise mit EP sammeln, wenn man hier irgendwelche Mobs killt. Also man ist echt wochenlang an diese Quests gebunden. Ich meine, irgendwo soll die Herausforderung sein, aber ja. Bisschen praktischer wäre es schon, auch wenn der Wert vielleicht herabgesetzt werden würde, aber naja. Wir müssen so hinnehmen, wie es ist. Wunderbar, ich ziehe mir meine Zauber schon wieder selber raus. Aber wie gut, dass es hier alles nur Inis sind und hier keine Gefahr ausgeht. Weil sonst könnte ich wahrscheinlich zusehen, wie ich hier sterbe, während ich hier die ganze Zeit da war, irgendwelche Tasten drücke und total abgelenkt bin. Aber naja, gibt Schlimmeres. Jetzt zeigt der Spärchen den auf jeden Fall, wie viel DPS man fangen kann beim Bomben. Boah, knapp 60k ist doch mal echt geil. Ich hab's ja gesagt, Leute. 1% Trefferwertung ist schon die Welt. Also bis jetzt habe ich noch kein Verfehlen, Parieren oder sonst was gesehen. Also für ein Bärchen macht sich das echt bezahlt. Jedes Stückchen, was man praktisch als Melee an Trefferwertung gewinnt, ist echt sowas von, ja, eine Menge. Also das zahlt sich doppelt dreifach wieder aus, würde ich behaupten. So, und wieder ran da. Ja, diesen Sound habe ich vermisst, wenn die ganzen Soldaten dann praktisch auf einen losrennen, wo man praktisch damals im scharlachroten Kloster total ja, hilflos umherrannte und einen mehr oder minder, sagen wir mal, unfreiwillig noch die anderen Mobs noch mitgepult hat. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, würde ich mal so sagen, wenn man dann die Herausforderung dann doch noch irgendwie schafft, ja, wenn man dann gerade vielleicht als Last Man Standing hier noch überlebt, ist das mal echt geil. Wow. Der Hunter gibt jetzt aber echt mal Gas hier, was DPS angeht. Der war gerade vor mir. Gefällt mir natürlich überhaupt nicht, auch wenn ich nur der Tank bin. So, ein Item ist gedroppt, ein Streitkolben, der total Müll ist. So, wollen wir sehen, die Geister dürften eigentlich nicht gefährlich sein, aber ich spotte mal. Müssen theoretisch jetzt alle kommen, genau. So ist es richtig. Weil ich will nämlich nicht, dass die hier gleich in den Kampf gegen Talnus dazwischen funken. Und deswegen hole ich sie mir mal direkt ran, ist glaube ich das Beste. Komm schon. Genau, stirb. Ja, der heilige Zorn vom Pala, der sieht inzwischen richtig geil aus von den Effekten, muss ich wirklich sagen. So, wieder mal die Weihe gelegt. Ja, haben wir da recht schaffen. Ne? So hat sich das jedenfalls angehört. Ja.
So. Da habe ich ja ein ziemlich loses Mundwerk, also das lasse ich auch nicht auf mich sitzen. Okay. Hier wird es jetzt gerade bunt. Hat jede Menge Sklaven gespawnt. Ah, drehen wir uns mal um, dann sehen wir vielleicht ein ganz kleines Stückchen mehr. Aber ich meine, ich habe die UI-Skalierung ja schon wahnsinnig runtergestellt. Aber... Halleluja. Der Betrachtungswinkel, der entscheidet schon echt darüber, ja, wie will man sagen, was man wirklich sieht. Na komm schon. Jetzt hauen wir mal voll rein hier. Ja. Da können jetzt Viecher spawnen, was will. Die werden einfach mit weggebombt. Auch der 12,6 Millionen live. Halleluja. Ist auf jeden Fall schon nicht ohne. Jetzt kommt wieder mal ein Spawn. Ja, wunderbar. Die spawnt er direkt hinter der Mauer. Bleiben erstmal schön dran kleben. So viel zur KI. Wobei das natürlich ganz stark auch entschieden wird, zu welcher Stelle man denn letztendlich pullt. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Schadensreduktion hier reinsetzen. Ich glaube, das ist immer ganz weise. Wobei ich jetzt zwei CDs dafür verwandt habe und das wahrscheinlich eher überflüssig ist. Aber naja. Wir wollen ja immerhin sicher hier durchkommen. Ja. Da sieht man schon wieder, das Bärchen macht beim Bomben wirklich schön Schaden. Mit der Weihe vom Pala zusätzlich, das ist sowas von geil. Also ich meine, das muss ja auch irgendwo sein, dass man auch als Bärchen Schaden macht, weil sonst klappt das mit Agro nicht. Okay, das ist nur ein dreckiges kleines Stoff-Item. Und da. Das Item will ich haben, genau. So, das ist meins. So, aber das hier nicht, das brauche ich nicht. Wenn ich es kriege, ist gut. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Geht's jetzt nicht eigentlich hier runter? Mal eben die Map aufmachen. Man, was ich ja wirklich sehr, sehr schön finde, ist ja die Tatsache, dass man jetzt eine richtig schöne Karte... Ach so, man biegt jetzt ab. Ah... Soll mir auch meiner erzählen. So, laufen wir hier mal durch. Bla bla, die brauchen wir alle nicht. Habe ich gerade gehört. Ich soll nicht in den Scheiß pullen. Dann lassen wir das auch. Bevor die kleinen Kiddies anfangen zu heulen. Ergreife ich jetzt schon wieder Partei. Meine Güte, was bin ich noch ein Arschloch. Aber das gehört bei mir schon echt zu den ganz unnötigen Faktoren. So, jetzt fange ich auch an, mich selber mitzuheilen, weil die hier machen dann doch ein bisschen mehr Schaden. Vor allen Dingen, wenn man dann praktischerweise in diesem, nee, Flammenohr, dann ist es nicht, aber in dieser Feuersbrunst praktisch steht. Ich überlege gerade, ist das die Waffenkammer oder? Nein, die Kapelle. Kathedrale müsste das sein. Da vorne rein müsste, glaube ich, dann der nächstgrößere Boss sein. Hm, egal. Einfach durch, mittendurch. Ja, Leute. Gebt mir vielleicht einen kleinen Moment, dass ich die spotten kann. Aber nein, die stunnen mich gerade echt schön mit dem Kreuzfahrerstoß. Boah, bösartig, bösartig, bösartig. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Einmal fett gewiped. Ja, herzlichen Glückwunsch. An meine eigene Treulichkeit vor allen Dingen. Aber ich muss sagen, sie haben hier sich recht schon gut durchgekämpft. Nice. Da sind echt noch einige gestorben. Aber jetzt können wir auf jeden Fall nochmal ganz klassisch den Weg zum Kloster hochlaufen. Wo man damals auch immer durch musste. Aber das sieht auch hier alles so anders aus. Und ich laufe gerade wahrscheinlich massig falsch. Ach, WTF, Mann. Genau, hier durch. Genau. Genau so geht das.
Ja, der linke Eingang war das, genau. Und dann gibt es den hier noch, mittig und rechts, genau. Jetzt haben wir das. Ja, los, rein da, zappel nicht lange. Jetzt muss ich gleich natürlich wieder den Parler antreffen. Der soll mir natürlich wieder die Weihe spendieren. Sobald wie möglich natürlich. Ja, aber ich sag ja, ich zünde gerne überflüssige CDs praktisch. So. Parler, herkommen. Genau, du sitzt genau richtig, mein Freund. So. Ja, komm, kommt doch. Ja, vor allen Dingen, wie soll man einen Zauberer ziehen? Sag mal, wollen die mich verarschen oder was? Müsste ich den erstmal betäuben, dass der überhaupt dann mitkommt? Okay, geht ruhig sterben. Mir egal. Sowas von egal, meine Freunde. Oh yeah. Jetzt schon wieder fett gestunt. Ja, aber die pullen den nächsten Scheiß. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann machen wir es eben auf die Art, dass wir jetzt hier Stück für Stück uns durchkämpfen. Anders geht's ja wohl scheinbar nicht. Und wenn ich so die Lebensleisten ansehe, ja, Fokus, Target kenne ich auch nicht. Nice, nice, nice. So hat man auf jeden Fall Spaß und Freunde bekommen. Oh yeah. Ein Item, ein grünes. Und kein Mensch braucht es. Was für eine Schande. Ja, wollen wir mal übers Wasser laufen. Da gibt es eine Teepflanze. So, kommt schon. Euch müssen wir jetzt hier mal rauspulen. Ja. So können wir doch auf jeden Fall leben. Wenn der Zauberer jetzt schon sein Fokus-Target auf mich behält. Tja, scheinbar aber nicht, weil jetzt wieder irgendein Dummbeutel darauf rumschnitzelt. Wobei das natürlich schön hier aussieht, wie der Mönch da schön seine Nahkampfangriffe macht. Aber richtig finde ich es gerade ehrlich gesagt nicht, aber nur gut. Muss jeder selber wissen. Wenn er unbedingt den Tank spielen will, soll er es machen. Komm, gib mir das Seidenkraut, verzieht euch. Alle weg. Meins. Sowas von meins. Dankeschön. Gleich drei Teepflanzen. Ja, richtig geil, Mann. So. Jetzt natürlich schauen. Ach, jetzt klingelt schon wieder eine Tür. Ja. Stehe ich gerade super günstig, muss ich gerade sagen. So pullen wir nicht mehr. Und es macht auf jeden Fall... Wow, ordentlich viel Schaden. Scheiße, Mann, ey. Hallo, Heiler? Ja, nice. Da lässt man mich einfach sterben. Für was auch immer. Nur weil da wahrscheinlich eine Kack-Quest war. Naja, egal. War ich auch blind gewesen. Wollen wir ja nichts gegen sagen. Aber für eine Quest würde ich auf jeden Fall nicht den Tank sterben lassen. Aber wie gesagt, wird Zeit, dass ich wieder der Heiler bin. So. Und jetzt einmal hin und her chargen. Damit wir hier definitiv ins Kloster kommen.
Ach, jetzt pullt der Boss auch noch. Was ein Fuck, Dreck. Naja, egal. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wow, 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 wow. Ja. Okay. Sie haben diese Bosse auf jeden Fall richtig fett modifiziert, würde ich mal so behaupten. Also es macht aber auf jeden Fall Spaß hier, mal wieder so ordentlich schön aufs Maul zu kriegen. Nachdem man ja dachte, man hätte alles schlimm hinter sich. Aber, ja. Da kannst du ruhig alleine rangehen, kleiner Löwe. Aber ist ja auch mal schön, ja, dass man wirklich nicht sofort stirbt, nur weil dann der Boss mitgepult wird. Ach komm, einmal ausweichen. Auch schön. Ja, ja, ja. Ob deine Scharlachrot oder Kupferbraun werden, ja, das ist mir sowas von egal. Du hast hier nur die Aufgabe zu sterben. Wobei das mal eine schöne Ansicht ist. Hm. Okay. Randa, geben ihm die letzten 100k noch einen Schaden von mir mit. Ja, voll unnötig. Beweglichkeit, Ausdauer. Meins. 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 Ich glaube zwar nicht, dass ich es jetzt wirklich brauchte, da habe ich jetzt nicht aufgepasst, aber naja. Ich habe es gewonnen und das ist schon mal schön. Wo kann man hier die Kack-Quest abgeben? Hä? Bin ich jetzt blind oder was? Ich guck. Ich sehe null. Hm. Oh Gott. Tja. Blindheit wird bestraft. Hallo. Ich habe diese Klinge. Gib ab. Gut. Aha. Ja, dann wollen wir das mal machen. Stoßen wir das so richtig schön rein. So. So, funktioniert das? Ha, scheiße, wie ging das damals noch? Komm schon. Ja, dann gehen wir hier rum. Das scheint mir gerade ganz weise. Flammenstoß, genau, so hieß der Spell. Das sind dann die Nachteile, wenn man nie wirklich Magier gespielt hat. Joa. Da hat jemand nervöses Zucken, würde ich behaupten. Ja. Hallo? Oh oh, das ist mir gerade etwas unübersichtlich. Ich drücke hier gerade sinnfreie Tasten. Oh, 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 lass mich nicht sterben. Oh, wow, wow, wow. Ja gut, alle CDs gezündet, die mich jetzt am Leben halten können. Ja, so läuft das doch. Alter Schwede, die müssen sich auch denken, was ist das denn für ein Dummbatzen, der hier rumrennt. Oder vor allen Dingen hier, vor allen Dingen. Aber naja, egal, lassen wir das. Solange wir hier irgendwie durchkommen, ist das in Ordnung. Aber die machen schon wahnsinnig gut Schaden, muss man wirklich sagen. So. Und weiter geht's.
Ja, wunderbar. Jetzt habe ich sie doch alle zusammengekriegt. Habe ich doch mal das Richtige gemacht. Also, stunt mich doch hier nicht alle wie bescheuert. Ich will auch noch was machen hier. Ja, ja, ja. Wunderbar. Wenigstens kommt hier ein bisschen Schaden. Hm. Ne, hier sind so Räume. Früher gab es doch hier mal was. Gucken wir mal hier rein. Ah, okay. Hier gibt es auch nichts. Okay. Funktioniert bei dir das Item auch schon? Nee, leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Alter, jetzt der schaut ja mehr hier um die Ecke als ich. Kannst du vielleicht mal stehen bleiben? Ja, komm schon. Da ist aber ein relativ schwacher Boss, wobei das hier natürlich hier nur ein kleiner Zwischenboss ist. Inquisitorin oder irgendwie sowas heißt das jedenfalls. Die belebt ihn ja gleich wieder. Ja, da kommt sie. In den Leichnam muss man das stopfen. Okay. Von mir aus auch das. Ist ja wenigstens schön, wenn man auch mal liest und dann auch etwas versteht. Ja, ja. Jetzt werden wir in den tiefen Schlaf versetzt. Du belebst ihn wieder. Ja, ja, ja. Ja, ja, zu Diensten. Bla, 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 bla. Und die mal einfach machen. Boah, aber beide zusammen machen echt guten Schaden, muss man sich wirklich sagen. Jetzt halte ich mich hier schon mit. Weil ich traue dem jetzt gerade nicht. Normalerweise müsste man sie betäuben. Ja, wunderbar, die Alte stirbt. Mehr oder minder. Ja, ja, aber nicht. Nennt sich den Leichnam, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja. Der denkt, er wäre super schnell hier. Hat man scheinbar zu viele Anime-Serien geguckt oder so, ich weiß es nicht. Aber in einem Kloster ist, glaube ich, gar kein Fernseher erlaubt, also... Hm. Muss bestimmt nicht bestimmt Zweigeinsteiger sein oder sowas. Ja, da haben wir es geschafft. Heroisch, das scharlachrote Kloster. Was droppt? Platte und ein Stab. Joa, den nehme ich einfach mal mit. Kann ich gebrauchen, würde ich behaupten. Wunderbar. Quest haben wir auch. Jawohl, wir haben den Großstab bekommen. Das andere Item auch noch. Schön, schön, schön. Wo ist denn die Quest abzugeben? Ha. Wollen wir mal eben schauen. Sprechen mit Lilien. Das ist schön, wo ist die? Ah, nö. Blindheit wird bestraft. Aber okay. Oh, schöne Hände. 440er. Ja, nice. So gefällt mir das. Ja, das sind sie. Wunderbar, wenn eingesteckt. Beutel voller nebuloser Geheimnisse. Oh, okay. Ein Trank. Trank des Fokus. Okay.
Na gut, ein super toller Trank, der uns super schwach macht. Oh. Das ist natürlich auch ein schönes Item. Wir brauchen den Trefferwert, haben wir gesagt. Dann scheißen wir auch auf ein bisschen Beweglichkeit. Und da haben wir schon fast 5% Trefferwertung mit nur zwei Gegenständen. Oder jetzt drei. Das ist super. Ja, und dann würde ich diese Folge auch für beendet erklären und sage bis demnächst. Ciao.